Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder Crash4Defekt9 zurück bei Let's Play Dragon Quest Heroes 2. Eine Barriere versperrt uns den Weg zum Thronsaal und ja, jetzt gilt es umzudenken. Aber es gibt nur eine Person, die uns helfen kann. Die Königin von Kreatien. Die Kreatier sind bestimmt gerade dabei, ihre Hauptstadt zu befreien. Kein guter Zeitpunkt für einen Plausch über Barrieren. Da müssen wir eben die Ärmel hochkrempeln und den Beistand lassen. Wenigstens geht es dann schneller. Also könnte Ihre Meister dann eher geneigt, uns zu helfen. Na gut, klingt, als hätten wir einen Plan. Auf nach Kreatien! Nichts lieber als das. So. Moment. Gibt es noch irgendwo einen Storypunkt? Kleine, wir könnten uns gleich teleportieren, ne? Nach Kreatien. Brauchen da nicht extra. So, wo war das nochmal? Kreatien, Kreatien. Da, hier. Beim Lichterhain. Da stand er auch auf der Karte und ich habe das total verschwitzt. Lol. What a fail. Aber ist ja typisch, meine Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwäche. Kennt man ja nicht anders von mir. So. Da nichts wie los. Eine mächtige Magierin wie die Königin von Kreatien kennt bestimmt einen Weg, wie die Barriere im Tunnel eintaucht, beseitigt werden kann. Suche sie auf und bitte sie darum, ihr Wissen mit dir zu teilen. Na denn, dann mal los. Und bestimmt wird das nicht einfach. Bestimmt müssen wir sie vorher mal wieder beschützen. Die Schlacht um Kreatien scheint noch vergangen zu sein. Hey, schaut mal, da ist die Königin. Sieh mal an, ich habe gehört, dass ihr Concordia eingenommen habt. Was macht ihr hier? Ach, ihr werdet es nicht glauben. Wir sind in den blinden Tummel aufgestiegen, um vor einer undurchdringlichen Barriere zu stehen. Ich hätte mir denken können, dass ihr wegen irgendwas angekrochen kommt. Braucht also meine Hilfe, um das Hindernis zu beseitigen. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich gerade beschäftigt. Helft mir, den Palast zu befreien, dann sprechen wir weiter. Ich merk's gerade. Ja, und mal wieder heißt es, die Königin von Kreatien noch zusätzlich zu beschützen. Wo sind die Fensterschlünde? Das ist halt die Frage, wo sind die? Na? Kannst du nicht da eingreifen, mein Freund? Okay. Anscheinend doch, ne? Jetzt Kraft auf einmal an. Aua. Ja, komm, beweg dich, Mann. Was habe ich denn da gekriegt? Oh. Metallschleimritter. Der Angriff ist auch echt nice hier. Wieder abgeht hier. Das ist echt krass. So, bloß aufpassen, explodiert er. Jedes Mal, wenn man mit einem Blitzzauber erwischt. Jetzt habe ich mir den Flammenwirbel nochmal ausgestattet, weil der geht ganz gut ab, der Angriff. So, der Greif ist auch weg. Was, wie viel hatten noch die Todmaschine hier in KP? Was sind das jetzt? Ich dachte, da hätten wir. Gibt's ja wohl nicht. Wie viel die Turmmaschine noch hat, das ist echt unglaublich. Wir müssen mit allem angegriffen, was wir haben. Und trotzdem
Hat es so ausgesehen, als hätte sie kaum noch KP gehabt. Ah, jetzt kommt ihr dazu. Ah, kein Wunder, der blockt einfach und er leidet kaum Schaden, diese Spacko. Na, warte. Jetzt gibt's Saures. Schluss jetzt, die Todmaschine ist jetzt tot. Okay, wen greife ich jetzt dabei an? Wahrscheinlich kaum welche, die ich angreifen wollte. Aber immerhin ein paar. So, erstmal die Todmaschine aufbeschwören. Und dann. So, jetzt kann ich schon länger gedrückt halten hier. Hat wahrscheinlich immer meine Fähigkeit zu tun. So. Sind wir noch irgendwelche Gegner übrig? Finde, dass die Metallschlemme auch könnten hier. Aber das können sie ja gar nicht. Oder setzen sie auch nie ein? Au, verdammt nochmal. Ey, was hat mich denn da jetzt... Du fuckst es. Du bist jetzt hier vollkommen umzingelt, mein Freund, wie du feststellen darfst. Du wirst von allen Seiten hier angegriffen. So. Und auch sie beherrscht jetzt die Frostfontäne hier. Leider ist der Angriff noch nicht so richtig gut ausgestattet. Ich bin einfach nur unterbrochen worden, unnötig. So, jetzt aber. Auch diese Todmaschine ist tot. So, jetzt schnell den Schlundwärter besiegen. Aber zack, zack, zack. Oh Gott, und es ist ausgerechnet so einer. Die sind eh so heftig. Na schön. Jetzt mal deinen Kettenblitz ein. Oh Mann, ey. Alter Schwede, was ist denn das für ein Angriff? Gut, dass ich den ausgerüstet habe. Der kann die ganze Zeit einhalten und der macht saumäßig Damage. Guck dir das an! Das ist doch Wahnsinn! Kyrill ist overpowered! Sowas von! Das ist echt krass! Das ist einfach zu krass, ey! So, im Monster sind noch welche. Spack groß. Das ist noch eine Todmaschine. Die Königin ist bei ihm. Das ist nicht gut. Na warte. Komm schon. Dreh zu der Maschine. Oje. Aber elektrischer Angriff? Oh nein, da habe ich der Königin unnötig Schaden zugefügt. So. So, mehr Unterstützung. So, jetzt muss ich noch mehr Schlundwerte hier erledigen. Da. Da ist der nächste. Aua. Ich wollte jetzt stylisch machen hier. Au, verflixt und zugenäht, ey. Schön. So, jetzt mal Schluss hier. Bam, der Schlundwärter ist auch weg vom Fenster. Oho, mehr Münzen. Geht gut ab hier. Aber die Königin hat schon einiges an Schaden gefressen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht über das Ende
Das Endergebnis aussagt. So, wo ist jetzt der nächste Schlundwärter? Bevor wir noch mehr Monster aufkreuzen und uns Ärger machen. Ja, richtig, da müssen wir auch wieder schwimmen. Da ist der nächste. Und einer unserer Monster befindet sich bei ihm. Schön, schicken wir jetzt gleich das nächste hinterher. Was kann ich jetzt? Muss er sich entfernen da. Boah, nice, wie der den Laser einsetzt. Und tschüss. Hört sich gut an. Er ist echt OP hier. Dann guckst du das einer an. Das ist ja nicht normal bei dem. Wen? Den Gleichmacher? Okay. Das würde ein Monster beschwören. Dabei ist es ein Zauber, den sie einsetzt. Oh je, Schlundwärter. Wo? Ich muss weiter. Ich kann mich jetzt mit diesem Monster hier nicht aufhalten. Die kleinen Fische dürfen mich jetzt nicht interessieren. Ich muss jetzt zur Königin und sie beschützen. Und die kleinen Monster kümmern. Sich meine anderen. In der Zwischenzeit muss ich die Königin jetzt beschützen. Oh shit. Oh shit. Wo ist der Schlundwärter? Da. Schon wieder so ein Flickster. Ich weiß. So. Kettenblitz. Oh ne. So schnell erledigen. Oh verdammt, das hätte ihn erledigen können. Ah verdammt, ey. Ich glaube, das werde ich verkacken. So ein Scheiß, wo ist der Schlundwärter? Da. Ja. Nur draufhalten. Und tschüss. Boah, wie oft wird denn die Königin jetzt noch angegriffen? Jetzt mal Schluss hier. Ich hoffe, das trifft alle, die was die Königin angreifen. Wo ist die Königin? Noch mehr Schlundwärter, jetzt ist mal Schluss hier. Ja, ein Treffer und die Königin ist wieder kaputt, das gibt's ja wohl nicht. Bringt also nichts, ich kann da... Ich kann leider nicht viel machen. Ja, das kann ich nicht mehr machen. Da, falsch rum. Bin ich schon falsch rumgelaufen, ey. Ja, passt. Kann eh nichts mehr machen. Die Königin ist gleich tot. Ja. Das hasse ich. Ich hasse solche Missionen. Oh nee, sogar Goldgolem gibt es hier. Okay, merke. Erstmal ist die Schlundwärter und dann. Aber ich hoffe, ich durfte wenigstens das Geld und die Erfahrungspunkte, die ich bislang gesammelt habe, behalten. Da. Nehmen wir uns erstmal den hier vor. Ach, verdammt nochmal. Gut, setzen wir erstmal Mega-Stärkung ein und das hier. Und dann. Jetzt kriegst du voll eine aufs Maul hier.
Du verschwindest jetzt dir nicht. Aua! So, der ist schon mal weg. Jetzt den Heilungszauber hier. Ich sollte den Greifer nicht vergessen. Na komm. Begib dich jetzt am besten schnell zum nächsten Schlundwärter. Nicht mit mir, Freundchen. Befrei dich, Mann! So, jetzt gehst du mal hier hübsch down. Das war der zweite. So. Wenn weniger Monster auftauchen, dann haben wir bessere Chancen hier. Da ist der nächste. Aua. Okay, jetzt reicht's. So, jetzt komm schon. Oh ja. Das will ich auch gerade brauchen. So, das ist halt auch mein MP. Ah, verdammt! Das trifft mich trotzdem noch. Das reicht mir. Ey! Boah! Ja, abgehen muss, ey. Der ist immer schon fast besiegt, der Feind. So. Es geht mal schön sterben, ihr dreckigen Spasten. So, ja, soll sie dabei vorrücken. Kommt immer öfters zum Einsatz heute. Aber die Technik ist einfach genial. Leider kaum wir jemanden damit getroffen, besonders die Todesmaschine nicht. Die ich eigentlich von vornherein treffen wollte. Unterbrich mal! Oh, zu spät, Mann. Druckmaschine sollte ich auch lieber auf andere Art und Weise besiegen. Doch nicht jetzt! Na komm! Ich den jetzt hin verkaufen, du blöder Spacko. Komm her. Ich könnte dich jetzt mal als Monsterkumpane gebrauchen. Komm zurück, du. Du musst schnell was tun, bevor die Königin von Kreatien unter dich Gefahr schwebt. So, jetzt. Mann, komm schon. Hör auf damit, sich ihn anzubringen. So. Mist, haben wir keine Münze von ihm bekommen. Das ist blöd. Scheiß drauf, ich muss jetzt zur Königin. Die wird jetzt eher attackiert.
So, wo ist der Schlundwärter? Da ist er. Nee, da. Bam! Das hat wehgetan, und zwar ordentlich. Und gleich nochmal. Und, ja, das können wir so oft sogar wiederholen. Na komm. Und bam. Oh, nice one. Damit können wir uns einige Vorteile verschaffen. Boah, Kirill setzt seine Technik auch wieder vom Feinsten ein. So, und die Königin hat mehr KP als vorher in der Situation. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für uns. So, jetzt bekommst du eine ab. Mann, komm her, du blöde Chimäre. Haben wir sie? Ja. Sehr schön. So, und jetzt die Situation hier. Ja, den burn ich jetzt weg, den Schlundwärter. Geht's. Jetzt wird's richtig heiß für euch, ne? Na? Ich hoffe, das gefällt euch. Aua! Toll, heilen jetzt auch nicht möglich. So, jetzt ist er auch weg. In der Heilung, aber ich kann mich ja leider nicht heilen. Ah, jetzt geht's. Jetzt sind nicht mal diese verflixte Golem weg. Shit, was ist mit der Königin los? Oh nee. Sie wird da wieder richtig bombardiert hier mit Angriffen. Jetzt reicht's. Jetzt lass sie mal in Ruhe, ey. Nicht schon wieder Schlundwärter. Lieber nicht! Die Königin ist eh wieder kurz vom Verrecken. Ich würde den Kampf immer von vorne beginnen, wisst ihr? Ich habe darauf jetzt keinen Bock. Boah, wenn da bloß, damit bloß auch die Königin geheilt werden kann. Aber das wird leider nichts. So, wo sind die nächsten Schlundwärter? Ich kann keiner erkennen. Wir sind jetzt beim Thronsaal, aber... Hä? Jetzt müssen wir woanders jetzt Schlundwärter bezwingen. Schön. Können wir gerne machen. Sollte man mehr Monster hinschicken. Oh, was zum... Es ist ein Duran. Shit. Wo ist der Duran jetzt? Ich hoffe, der ist immer noch am Eingang.
Oh, da ist er. Oh, shit. Ich will eigentlich den Schlundwärter mir vorknöpfen. Bevor er noch die Königin angreift. Nein! Verdammt nochmal! So, schön, nice. Also, du hattest jetzt gerade verschwindet. Komm schon, jetzt mach den nicht mal down. Oh nein, wer greift jetzt die Königin an? Hoffentlich jetzt nicht der Duran. So, weg ist er. Schnell zur Königin. Wo ist sie jetzt? Kämpft sie tatsächlich gegen den Duran? Da ist der Thronsaal und da ist die Königin, die nur gegen ein paar kleine Fische kämpft. Ja, die besiegt sie mit links. So. Okay, was haben wir denn hier Feines? Bei Heilgegenständen, aber... Wie kann ich das gerade nicht brauchen? Oh ja, Konzentration bereit. Okay, jetzt kämpfen wir mal gegen den Duran hier. Sehr schön. Level up. Nice one. Das auch noch oben drauf. Wir haben den Schlundwärter jetzt down. Das heißt also, die kleinen Fische können uns kaum was machen. Gegen uns kaum was machen. Jetzt nur noch den Duran hier bezwingen. Nein! Wo ist er denn? Nein, die beiden wurden besiegt. Nicht euer Ernst. Ich hoffe, sie konnten ihm wenigstens überhaupt Schaden zufügen. Die Königin ist sicher, aber wo ist er? Oh, ich sehe ihn. Konnten kaum Schaden zufügen. Schön. Dann bin jetzt ich dran. Der Duran ist leider Gottes ein ziemlich starker Gegner. Ich weiß das noch vom ersten Teil, als ich gegen ihn kämpfen musste. Als optionalen Boss. So. Du bist ein bisschen abgeschwächt. Guck mal an. Können kaum Schaden zufügen. Gibt's ja wohl nicht. Was ist mit ihm los? Der kann kaum Schaden erleiden. Verdammt eh. Der ist so ziemlich gegen alles immun. Was ist hier los? Warum wird die Königin weiter angegriffen? Wo kommt denn noch Monster her? Fuck! Wie konnte er Kirill nur umbringen? Shit. Die Königin wird weiter angegriffen hier. Was ist da los? Wir greifen ständig die Königin an. Die paar kleinen Fische? Schluss mit euch. Hey, hört auf. Verschwindet endlich. Meine Fresse. Wie die plötzlich zur Königin kommen. Shit, ich wünschte, ich könnte sie irgendwie heilen. Den Duran darf ich jetzt auf keinen Fall zur Königin vorlassen. Aber da ist er auch schon.
shit, nein! Moment. Er hat gleich hohe erhöhte Konzentration. Das wäre so meine Gelegenheit, wieder richtig abzugehen. Ja, gut. Lass dich nur von mir ablenken. So. Schön. Hier fest drauf halten. Aber der ist echt schwer. Ist man sich 100% sicher, dass man gegen ihn kämpfen muss? Oder kommt keine Situation, wo man ihn... Ich meine, guck sie das an, der leidet kaum Schaden. Was ist das für einer? Wir haben keine Chance gegen den. Der leidet echt so gut wie keinen Schaden, ey. Was ist das für ein Gegner, ey? Wow, Alter. Oh ne, jetzt hört er wieder seine Kräfte. Er hält direkt auf die Königin zu und... Nein, es ist Schluss, bleibt da! Was hätten wir denn machen können? Alter Schwede, ja, der lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Mann, ey, Fresse, ey. Reicht's mal. Können wir ihn aufhalten? Wie gesagt, jetzt nicht den Kampf nochmal von vorn beginnen. Aber wie soll es so möglich sein, die Königin vor so einem wie den zu beschützen? Verdammte Scheiße nochmal. Nein, er geht direkt auf sie zu, das gibt's nicht. Ja, er leidet nur eins. Guck, sie ist an der Hand, er leidet nur noch ein Kapischan und erledigt uns mit einem Schlag. Trotz mega Stärkung. Aua! Schauen wir an, wie viel KP der noch hat. Wir haben keine Chance gegen den. Was soll man denn machen? Mal gucken sie das dann an, wie sollen wir den besiegen? Wir hauen so fest, so wie wir können. Oh shit. Nein, jetzt ist er bei der Königin. Er lasst sie einfach nicht in Ruhe. Schluss jetzt! Hör auf! Die Königin wird einfach weiter angegriffen. Ich kann nichts machen. Oh, verdammt, ey. Mann, ey. Könnt ihr mit solchen Angriffen draufhalten, aber das bringt auch kaum was. Ich sehe das ja. Wie soll man dagegen vorgehen? Was ist das?
Das ist ein viel zu starker Gegner. Au! Kyrill? Könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh Mann, ey. Boah, das hat ihn aber ordentlich getan. Das bringt auf Dauer kaum was. Jetzt haben wir ihn ein bisschen zurückgedrängt, aber das... Er hat das nicht gemacht. Ich seht ihr, wie soll man den bezwingen? Okay, wurde das öfter mal gar nicht getroffen von dem. Aber das finde ich eigentlich cool. Dass das wird überhaupt nie getroffen bei den ersten beiden Angriffen. Er schlägt immer zu hoch. Ah. Aber ich sollte mir darauf nicht ausruhen. Boah, hier ist man ein KP. Was ist da nur los? Der Typ ist einfach nur zu krass. Oh, verdammt, ey. Shit, Kyrill. Das Grunde wird gerade hohe Konzentration, Kyrill. So, jetzt hier. Kriegst du einen aufs Maul! Ich glaube aber nicht, dass es der Weg ist, ihn zu besiegen. Aber was soll man denn sonst machen? Es sonst einfach nichts. Wir müssen ihn so irgendwie bekämpfen. Aber der Part wird dadurch schon wirklich ziemlich lang. Ich weiß nicht. Mann, ey. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ja, habe ich. Ah, scheiße! Er konnte es einfach nicht lassen! Au! Oh, nö. Fuck! Raphael, kannst du mal was reißen? Oh, wer greift schon wieder die Königin an? Ich sollte mich nicht zu ihr begeben währenddessen. Ich hoffe, es werden jetzt keine weiteren Monster mehr auftauchen. Langsam habe ich die Schnauze voll von denen. Was man macht. Oh shit. Man lässt es sich von Zombie ablenken. Nein, lass die Königin jetzt bloß in Ruhe. Verschwinde! Nein, lass das! Ich
Wir sind dein Gegner, ne? Nicht sie. Oh shit, dann greift sie trotzdem an. Au. Na. Königin, bleib weg von ihnen! Fuck! Okay, das reicht nicht mehr. Was? Was erwartet man? Nein! Oh Gott! Ich muss das offscreen irgendwie hinbekommen, weil... What the F? いいよ、いいよ。ここで殺すのが惜しくなってきたわ。その強さに免じて一旦引くとしよう。後の楽しみが一つ増えたな。強き者たちよ。 Oh Mann, war's das? Ich glaub's nicht. Oh. Monster treten die Flucht an, das bedeutet nur eins, wir haben's geschafft. Wir müssen also nur einen bestimmten Wert seiner KP abnehmen und die beste Methode waren halt immer Konzentrationsangriffe. Boah, aber das war schon heftig. Boah, Alter. Jetzt, da der Palast uns gehört, können wir den Rest des Landes erobern. Ich stehe in eurer Schuld, was diese Barrieren angeht. Es gibt einen Zauber, der die Macht hat, jeden magischen Schutz aufzuheben, den Gleichmacher. Ach ja, meint den Zauber, mit dem ihr die Barriere gerade durchbrochen habt? Na gut, dann kommt doch einfach mit und... Nein, so sehr ich auch helfen möchte, mein Platz ist hier bei meinem Volk. Ihr werdet hiermit Vorlieb nehmen müssen. Sie bringen uns einfach den Zauber bei. Gleich, mach hart. Nice one. Er erlaubt es, sein Besitz zur Wirkung des Gleichmachers zu kanalisieren, selbst wenn der Zauber eigentlich nicht beherrscht. Wie in der Ruhenmacht, die der Zauber können nur Monster einsetzen, befindet sich Monstermagier unter euch? Oh nein, wir sind alle Menschen. Schade, das heißt dann wohl, dass wir nicht... Moment, was redet denn da von Medici? Du wirst übernehmen müssen. Was? Ich kann nicht... Oder doch? Vielleicht gelingt es dir gerade noch. Es wird da dauernd ein Zauber zu wirken und du musst dich voll darauf konzentrieren. Voll konzentrieren? Kann das wirklich? Ja, ja, ich klebe schon. Keine Angst, Trafikkrieger. Ich werde die Lage retten. Gut, du wirst diese Entschlossenheit brauchen, um es zu schaffen. Das Schicksal des Hochkönigs liegt nun in euren Händen. Danke, Eure Majestät. Na gut, Leute, zurück nach Concordia. Jetzt kann sich nicht mehr diese Barriere verstecken. So sieht's wohl aus. Oh Mann, das war heftig deftig. Puh. Aber wir haben es endlich geschafft. Immerhin durfte ich die ganzen Erfahrungspunkte und boah, die ganze Goldbeute behalten, die ich erlangen durfte. Und dazu noch die ganzen Items. Da kann ich mir wieder ein bisschen was kaufen darum. Na gut, aber wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben. Sind Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, es ist wieder dabei. Also seid gespannt, klickt da rein. Oh ja, Crush for the Victor in einem besten Part von Let's Play. Dragon Quest Heroes 2. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder?